was geht ab, was geht ab? Falls ihr nicht hinter dem Mond lebt, dann solltet ihr auch wissen, dass TikTok die weirdeste Plattform von allen ist. Weil dort gibt es alles. Alles von gut bis böse, bis weird, bis what the fuck. Es gibt einfach alles, was man sich nur vorstellen kann. Und heute schauen wir uns mal an, was ich so alleine nur in den letzten 24 Stunden dort gesehen habe. Kleiner Spoiler, es wird ehrenlos. Es wird gottlos. Bro, took down the whole desk. So who's that for? That's your pastor class to go back to class. You have 10 minutes of school left. Oh. Yes. Yo, okay. Was hat dir der Tisch und der PC getan? Der hatte kurz persönliches Problem mit allem, was dort stand. Wenn ich ihn da nur so sehe mit seinem Sombrero, weiß ich ganz genau, dass er ein Problemkind in der Klasse ist. Und was für ein Problem. Die Lehrerin wird safe denken, dass er das mit Absicht gemacht hat und der bekommt dafür erstmal Schulverweis. Herzlichen Glückwunsch. Einmal Applaus. Woo. Ja, und sollte er keinen Schulverweis direkt bekommen haben, so wie es sich gehört, hat er paar Jahre später eine Karma-Schelle dafür bekommen. Der Arme ist einfach am Heulen direkt. Sofort aus Reflex erstmal anfangen zu weinen. Der Klassiker. Sein Homie ist aber auch der Teufel in Person. Wieso macht man das kurz, nachdem er sich was Nices zu snacken geholt hat? Ey, der Arme. Der hat sich so gefreut, sich jetzt schön hinzusetzen und erstmal was zu essen. Sein erstes Essen am Tag. Rest in peace an das Essen und das Getränk. Mit dem Ding habe ich wirklich Mitleid. Wer von euch immer mal wieder auf TikTok unterwegs ist, weiß, dass es dort ja unendliche Filter gibt. Neben nicen und lustigen Filtern wie diese hier, wo man auch so Games zocken kann. Bro, what the f***? Man kann einfach GTA als Filter auf TikTok spielen. Holy s***, wir bekommen einfach wirklich den GTA-TikTok-Filter, bevor wir GTA 6 bekommen. Wer hätte das gedacht? Und wie ist das überhaupt möglich? Das läuft besser als auf meinem PC von damals. Naja, und dann gibt's halt auch noch solche Filter. Und sowas ändert wirklich mal wieder meine gesamte Ansicht zu TikTok. Okay, ja, dunkle Schokolade ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes dran. Das ist einfach ein Filter, der dir irgendeine random Schokolade zeigt, was halt deine Lieblingsschokolade ist. Und er feiert bestimmt dunkle Schokolade. Keine Ahnung, Mann. Es ist random, zufällig, okay? Ach du Scheiße, nein, 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 nein. What the fuck? Verbietet diese App sofort. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich distanziere mich auf jeden Fall. Das kommt nicht von mir. Das kommt von TikTok. TikTok hat das so gemacht, okay? Dafür gibt es auch keine Erklärung mehr. TikTok ist, glaube ich, ein bisschen racist. Und ja, nicht nur ein bisschen. Ich meine... oh Gott, hey. Bodenlos, wirklich. Und nochmal, ich distanziere mich davon, okay? Ich bin im Gegensatz zu TikTok ein netter und freundlicher Typ, der keine Vorurteile hat. Außer gegen Leute, die auf Serious Pizza mit Ananas essen. Was stimmt nicht mit euch? Das ist wirklich ein bisschen komisch und dazu sollte man auch wirklich Distanz halten. POV, man will einmal normal Döner essen. Was ist das hier? I'm not checked. Nein, 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 ich bin fast ausgerutscht. Nein. 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 Oh nein. Rest in peace. Dickes F für diesen Döner, der da jetzt einfach komplett im Dreck liegt. Auch zu gut, wie er es vorher schon quasi angekündigt hat. Er hatte schon die Promophase gemacht für diesen Sturz. Nein, 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 ich bin fast ausgerutscht. Nein. Nein. Das ist echt hart. Wie er auch natürlich genau perfekt auf der falschen Seite landen musste, sodass wirklich alles rausfällt und alles voller Dreck ist und man gar nichts mehr essen kann. Eine kurze Schweigeminute. Ich habe gestern Abend so auf entspannt den Livestream von Speed geguckt und er macht da so ein Pack-Opening. Und der Bre hat einfach Ronaldo gezogen, oha. Ja, Alter, Alter. Mama, Mama. Mama, Mama. Mama.
Ich sehe das so und ich entscheide mich wirklich nur so 10 Sekunden vorzuspulen. Okay, 10 Sekunden. Also, was soll da bitte schon passieren? Mama! Mama! Bro, what the f***? Ich hab doch nur 10 Sekunden weggeschaut. Wie konnte das so schnell passieren? Wie? Wie ist das möglich? Und vor allem, was ist das? Wieso packt er sich sowas komplett in die Fresse, wenn er Ronaldo zieht? Ohne Sinn, wirklich. Speed ist sowieso in seiner eigenen Welt für sich. Understand the concept. Oh Mann, wenn ich das hier so sehe, bekomme ich immer Flashbacks von der Zeit, wo wir Online-Unterricht hatten wegen Corona. Das war wirklich die geilste Schulphase in meinem Leben. Entweder ich war während dem Unterricht im Bett, in einem komplett anderen Raum oder hab mir 10 Minuten vorher kleinen Bubatz genehmigt. Die letztere Option war eigentlich immer cool, aber nur solange ich nichts beantworten musste, weil dann hat mein Gehirn wirklich ausgesetzt und jeder hätte merken müssen, dass ich todesstoned gerade bin. Naja, wie auch immer. Guckt mal, was dieser Lehrer sich geben musste. Understand the concept of Tate Mayan Honne. And the way that it's interpreted is supposed to... What the hell? Was muss der sich denken? Er ist aufgewacht, voll motiviert, den Schülern auch während Homeschooling was beizubringen. Er sitzt da sogar mit Anzug und Hemd. Und auf einmal wird einfach einer seiner Schüler live bei sich zu Hause entführt. Oh my God, though. Can somebody please tell me what's going on? Ach, nichts. Alles normal, alles gut. Lass dich nicht stören, mach einfach ganz normal mit dem Stoff weiter. Er muss das dann halt nachholen. Selber schuld, wenn man entführt wird. Anyone? What's going on here? Bro, wieso bekommt der Jumpscare von deinem Hund? Und was ist das überhaupt für ein Hund? Sein Besitzer wurde gerade entführt und er bekommt nichts mit und juckt sich auch null dafür. Es ist ihm einfach scheißegal. Der arme Lehrer. Ein Schüler wird entführt und er bekommt noch Jumpscare. Klassischer Tag im Online-Unterricht. The cut-off, though. Weinender Smiley. Freaking way. You better be careful. I can't even do that. I've been doing this for years, man. Oh, damn. Ja, ich sehe, wie du das schon für Jahre lang tust. Oder getan hast. Der Cut war hier wirklich perfekt gesetzt. Original ich mit 70 Jahren, wenn mir Leute sagen, dass ich alt bin und deswegen keine anstrengenden Sachen mehr tun kann. Ich wette, ich werde mit 70 Jahren auch noch voll am Ballen sein und so ultra aktiv. Oder ich sehe halt so aus dann. Eins von beiden wird es auf jeden Fall. My first own apartment. Let's go. Erste eigene Wohnung ist immer was Besonderes. Normalste Wohnung in Duisburg. Und Miete dafür ist dann so bei 2000 Euro kalt. Der dritte Haken war auch nur so, Bro, versuch mich erst gar nicht. Ciao. Und was ist bei dem letzten passiert? Einfach ganze Haus ist eingefallen. Es ist ja gerade Winter und habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie der Schnee in die Stadt kommt? Für alle, die dachten, dass der Schnee vom Himmel fällt. Na, ich hab das bis jetzt auch immer gedacht, aber ihr liegt falsch. So kommt der Schnee in die Stadt. Zuerst muss der Schnee in den Bergen abgebaut werden. Das wird mit solchen Maschinen gemacht. Dann wird der Schnee auf große LKW geladen und bis zu euch in die Stadt gefahren. Dort warten bereits viele fleißige Helfer, die dann den Schnee aus dem LKW saugen. Jetzt beginnt die Arbeit von vielen Schneeschiebern, die den Schnee weiter verteilen, sodass eine gleichmäßige Schneedecke entsteht. Wenn die Maschinen fertig sind, kommen weitere Arbeiter, die dann den Schnee auf den Autos verteilen. Ach so, und ich Vollidiot hab immer gedacht, dass es einfach ganz normal schneit, so wie jeden Samstag bei Prinz Markus. Ich Dummi, oh Gott, bin ich... Boah, Bruder, ich bin wirklich hohl wie eine Nuss. Ich dachte wirklich, dass der Schnee aus einer natürlichen Reaktion zwischen Regen und der Kälte entsteht. Oh Gott, ich bin dumm. Ich wette, paar von euch wussten das ebenfalls nicht, aber zum Glück sind wir jetzt schlauer. Und by the way, Shoutout an die Arbeiter, die sich immer die Mühe machen, den Schnee zu verteilen, ohne dass wir es merken. Korrekt, Mann. Und kann ich irgendwie mein Auto kennzeichnen lassen, dass ich keinen Schnee drauf möchte? Klappt das? Naja... Ich weiß nicht so, ob das klappt. Aber ich weiß auf jeden Fall, was 100% klappt. Und zwar werdet ihr sofort ein Macher im Leben, wenn ihr einfach auf den Daumen nach oben klickt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Kuss geht raus und schönen Tag wünsche ich euch.